Wir begrüßen alle ganz herzlich zur Radiosendung des Missionswerks Evangelische Missionsgemeinden in Deutschland. Das Thema der heutigen Sendung lautet Der einzigartige Tausch. Darüber spricht Erwin Olfert. Liebe Zuhörer und Freunde der Radiomission, ich grüße Sie alle herzlich im Namen des Herrn und Heilands Jesus Christus. Das Thema der heutigen Predigt lautet Der einzigartige Tausch. Was fällt Ihnen, lieber Zuhörer, ein, wenn Sie das Wort hören? Man kann zum Beispiel verschiedene Gegenstände tauschen. Man kann mit seinem Kollegen die Schicht tauschen. Man kann in einem Flugzeug mit jemandem die Plätze tauschen und so weiter. Ich las mal eine sehr bewegende Geschichte über einen sehr ungewöhnlichen Tausch. Es ereignete sich in einem der Konzentrationslager während des Dritten Reiches. Ich zitiere. Am 29. Juli 1941 wurden Männer als Vergeltungsmaßnahme für die nur vermutete Flucht eines anderen Häftlings, dessen Leiche später gefunden wurde, zur Ermordung aussortiert. Als einer der Männer, Franziszek Jovnicek, in lautes Wehklagen um sich und seine Familie ausbrach,